Wenn man die Hand oben über die Skulptur gleiten lässt, kann man die Kontur wahrnehmen, die von den Füßen zum Kopf aufsteigt und schließlich zur aufgestützten Hand abfällt. So wird den blinden Besuchern die Skulptur von Andreas Urteil beschrieben. Mit einer Mappe und MP3-Player ausgestattet, finden Blinde mit Hilfe von Taststreifen auf dem Boden ihren Weg durch das Museum. Die Ausstellung Raum, Körper, Einsatz ist die erste Ausstellung im MUSA, die auch für sehbehinderte Menschen zugänglich ist. Auch sie sollen hier Kunst erleben können. Ich habe in meiner Erfahrung im Museumsbereich und Ausstellungsbereich also gekannt und konnte darauf zurückgreifen, auf diese Blindenprojekte in anderen Museen. Also zum Beispiel in Amerika ist es also durchaus gang und gäbe, Blindenführungen in Museen. Und das soll also auch dazu dienen, dass es einfach vielleicht in einigen Jahren gar nichts Ungewöhnliches mehr ist, einen Blinden in einem Museum für visuelle Kunst zu sehen. Blinde können die Ausstellung entweder selbst entdecken oder sich führen lassen. Ein Angebot, das ankommt. Ich denke, das ist einmalig in Wien und für mich als interessierten Menschen natürlich sehr schön. Es gibt nicht genug andere Ausstellungen, die das anbieten und sollte eigentlich überall, wo öffentlich zugänglich ist, gemacht werden in der Kunst. Diese besondere Ausstellung im MUSA läuft noch bis Anfang Oktober. Je nach Erfolg soll es dann auch bei den kommenden Ausstellungen Blindenführungen geben.